So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar war ich letztens im Kaufland und da habe ich Wurst gesehen und gedacht, die nimmst du mal mit. Dann ist mir eingefallen, es war gar nicht das Kaufland, sondern das Rewe. Das kommt davon, wenn die Laubbläser da unten einen ablenken. Es ist doch noch Sommer hier. Was machen denn die Laubbläser da? Da habe ich drei verschiedene Salami-Packungen gesehen. Die waren sehr auffällig, weil die halt in so einer riesengroßen langen Packungen waren und die Sorten, die es gab, fand ich interessant, habe aber nur eine mitgenommen. Es gab zum Beispiel deutsche Markenwurst Stockmeier Auslese Formaggio Style Salami ummandelt mit Käse mild geräuchert. Das ist diese hier. Das ist also eine Käsesalami, aber Käsesalami werdet ihr kennen, gibt es ja überall von so vielen Firmen, einfach Käsesalami. Kauft ihr öfters Käsesalami, schreibt es mal in die Kommentare. Dann gibt es auch von deutsche Markenwurst Stockmeier Auslese Tropical Pepper Salami ummandelt mit schwarzem Pfeffer mild geräuchert. Die ist dann schon anders, aber ihr kennt ja auch alle Pfeffersalami. Das heißt, neben der Käsesalami gab es Pfeffersalami. Und die beide habe ich nicht mitgenommen, weil das sind ja eher so Standard-Salamis. Dann habe ich eine gesehen, die habe ich mitgenommen. Und weil die so gut war und mich so überzeugt hat, bin ich los, habe mir die nochmal geholt. Wollte die nochmal fürs Video testen, zeigen, drüber reden und habe halt aus Prinzip die zwei anderen auch mitgenommen, weil ich rein von der Salami-Wurst und dem Salami-Geschmack so überzeugt war, dass ich dachte, vielleicht sind die anderen Salamis eben auch richtig genial. Das hier ist jetzt nämlich die deutsche Markenwurst Stockmeier Auslese Sweet Onion. Habt ihr schon mal Sweet Onion Salami gehabt? Salami ummandelt mit gerösteten Zwiebeln, mild geräuchert. Und nicht nur die Salami war überragend und für eine Salami einfach spitze, auch dieser schöne Sweet Onion Röstzwiebelrand hat mir so gut geschmeckt, das hat so ein tolles Feeling gegeben, dass ich die heute nochmal probieren möchte, nochmal essen möchte, euch vorstellen möchte. Ich denke mal, die Pfeffersalami wird wieder die speziellste sein, weil dir dann einfach nur die Schnauze brennt und überall das Pfeffer rumfliegt. Die Käsesalami, das ist vielleicht auch was für Marie und Pupsi, ne? Und ich gönne mir hier diese super leckere Sweet Onion Salami von Stockmeier. Das müsste das Thumbnail sein. Ich habe mir hier eine Tüte Brötchen mitgebracht. Dann nehmen wir mal eins raus. Mir ist nämlich heute großer Salamitag. Dann schneiden wir das mal auf, immer an der Ecke anfangen und dann rüberwärts, so machen das auch die Bratwurstmänner. Ich höre wieder was von Manieren in den Kommentaren. Die Manieren, die können mich drapieren, was? Keine Ahnung. Und dann nehmen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Wir nehmen mal 5 Sweet Onion Salamischeiben und tun die hier auf das Salami-Brötchen drauf. Dann habt ihr den perfekten Snack für zwischendurch. Beißen einfach mal rein. Mmh. So genial, so herrlich. Den machen wir wieder zu. Die zwei werde ich privat für mich selber dann mal probieren. Tropical Pepper und Formaggio Style, aber die Grundsalami ist ja die gleiche und ich weiß nicht, wenn ich beim Bäcker immer war und ich musste mich entscheiden zwischen dem Salami-Brötchen und dem Schinkenbrötchen, ich habe immer gleich beides genommen, weil nur mit Schinken hat mir immer was gefehlt. Ich weiß nicht, ob ihr Salami-Fans seid, aber wenn, dann würde ich euch auf jeden Fall die empfehlen, habe ich wie gesagt im Rewe gefunden, Rewe Sender hier, eine Sweet Onion Salami von Stockmeier in so einer langen Packung. Ja, man sieht nichts. Das Gebüsch ist davor und schützt die Leute, die so viel Krach machen. Ich bin einer davon. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.